Elronds Geheiß rissen die Wasser der Spruinen die Ringgeister mit sich. Wir betraten das verborgene Elbenreich Bruchtal. Elrond, der Herr von Bruchtal, heilte die Wunde, die die Morgul-Klinge zugefügt hatte. Frodo erwachte und blickte in ein bekanntes Gesicht. Jo. Gandalf! Ja, ich bin hier. Nach deinen absurden Taten kannst du von Glück reden, dass du auch hier bist. Dann sind wir in Bruchtal. Wir haben es geschafft. Aber dich hätten wir gebraucht, Gandalf. Ich wurde vom Verräter Saruman dem Weißen festgehalten. Doch nun bin ich frei und sehe erstaunt, dass du den Ring bis hierher gebracht hast. Hobbits scheinen dem Bösen des Ringes besser zu widerstehen. Danke, dass du Aragorn geschickt hast. Ich wusste nicht, dass er Ringgeister bekämpft. Mir schien er nur ein Waldläufer. Nur ein Waldläufer? Bester Frodo, Waldläufer sind die letzten Nachkommen der Könige Numenors. Doch dein Teil der Suche nach dem Schicksalsberg ist jetzt vorbei. Du wirst in vielen Begegnungen davon hören. Du sollst Gast des Rates von Elrond sein. Okay. Freunde, dies ist der Hobbit Frodo, Sohn von Drogo. Er hat viel riskiert, um den einen Ring nach Bruchtal zu bringen. Frodo, dies sind die Führer der freien Völker von Mittelerde. Gimli, Glöns Sohn vom Zwergenreich Erebor, wo eine Invasion des dunklen Herrschers Sauron droht. Legolas, Sohn von Thranduil, König der Waldelben. Sie kämpfen in Düsterwald gegen Saurons Truppen. Boromir, Sohn des Truchses von Gondor. Die Männer Gondors erleiden schwere Verluste, um uns vor Saurons Armee zu schützen. Saurons Macht hängt an diesem Ring. Wir müssen ihn nach Mordor bringen und im Feuer des Schicksalsberges vernichten. Vernichten? Du würdest unsere mächtigste Waffe direkt zum Gegner bringen? Wir dürfen ihn nicht benutzen. Er verdirbt alle, die ihn tragen. Je mächtiger der Träger, desto gefährlicher wird er. Ich mag den Ring nicht verstecken. Niemals werde ich ihn benutzen. Ein dunkles Rätsel. Die Starken, die nach Mordor könnten, wagen den Ring nicht zu berühren. Die nach Mordor könnten? Alle Armeen von Mittelerde zusammen könnten nicht nach Mordor. Eine kleine Gruppe könnte vollbringen, was eine große Armee nicht kann. Die Elben wollten sich mit den Zwergen gegen Sauron verbünden. Doch die Zwerge blieben in ihren dunklen Höhlen, um Schätze zu zählen. Wenigstens fliehen die Zwerge nicht aus Mittelerde. Doch die Elben ziehen in der dunkelsten Stunde in den sicheren Westen. Genug. Ich sage, nutzen wir den Ring als Waffe. Denn keiner ist mächtig genug, den Ring nach Mordor zu bringen. Ich nehme den Ring, aber ich kenne den Weg nicht. Ich glaube, du bist dazu auserkoren, Frodo. Wenn du den Weg nicht findest, dann keiner. Ihr schickt ihn doch nicht allein. Keineswegs, da ihr beiden unzertrennlich seid, Sam Gamgee. Gandalf wird eine Gemeinschaft der freien Völker gegen Sauron anführen. 9 Gefährten gegen Sauron und seine 9 Reiter. Legolas für die Elben und Gimli für die Zwerge. Für die Menschen Aragorn und Boromir von Gondor. Die restlichen 2 sollen große Helden sein, wie Merry und Pippin. Auch Hobbits sind ein freies Volk. Ihr habt keine Vorstellung von den Gefahren unterwegs. Oh, du auch nicht. Und ich nicht. Nicht einmal die größten Elbenfürsten könnten den Zugang nach Mordor erzwingen. Ich setze lieber auf Hobbit-Freundschaft als auf alte Mächte. Nun gut. Die Gemeinschaft des Rings soll nach Mordor ziehen. Was soll ich jetzt machen? Eure Reine abgeschlossen bringt den einen Ring nach Bruchtal. Keine Quests. Ja. Hä, was soll ich jetzt hier machen? Feuer und Blitze, die ihr auf der Wetterspitze gesehen habt, waren Folgen meines Kampfes gegen die Ringgeister. 3 Tage später. Bruchtal, um einen Traum zu deuten. Eine Vision, in der es heißt, der Halbling tritt hervor. Bist du dieser Halbling? Die Vision ist so groß und du so winzig. Ich glaube, ich rede einfach erstmal mit allen. Das seltsame Geschöpf Gollum verriet dem dunklen Herrscher, dass Balkin aus dem Auenland den Ring nahm. Gollum wurde von den Waldelben gefangen gehalten, doch er kam. Noch immer sucht er nach dem Ring. Mein Vater Gloin reiste vor Jahren mit deinem Onkel Bilbo. Die Zwerge des einsamen Berges bewundern Bilbo wie unsere größten Helden. Durch seine Tapferkeit wurde unser Berg vom Drachen Smaug befreit. Ein höchst ehrenwerter.
speichern nochmal schnell. Wir wollen ja nicht, dass es so irgendwas Blödes wieder kommt, das wieder abschmiert. Es ist schön, solche Reisegefährten zu haben, Frodo. Wir waren eine Weile besorgt, Vetter. Gott sei Dank konnte Meister Elrond deine schreckliche Wunde heilen. Ich verstehe, warum Bilbo hier bleibt. Bruchtal ist grandios. Ich habe niemals bessere Mahlzeiten gehabt. Noch ist es nicht an der Zeit, Bruchtal zu verlassen. Hallo Bilbo. Wir brechen wohl bald auf. Ich wollte mich doch verabschieden. Da bist du ja, Frodo, mein Junge. Ich habe Geschenke für dich. Nützlich für den gefahrvollen Weg. Als erstes Stich. Die Klinge eines Elbenfürsten. Ich wette, du brauchst sie. Das ist ein Mithril-Harnisch aus dem Drachenschatz. Sehr leicht, aber härter als Stahl. Danke für die große Hilfe, die du mir bist. Hilfe? Ich habe dir ein schlimmes Schicksal beschert. Ich würde den dummen alten Ring selbst nehmen. Aber ohne ihn spüre ich jetzt die Jagd. Ich bin nicht mehr wohlerhalten. Und du sagtest einst, das Alte und Starke vergeht nicht. Du solltest deiner Worte gedenken. Ah ja. Gib auf dich Acht, Frodo. Und komm mit vielen Neuigkeiten zurück. Ich schreibe ein Buch über dein Abenteuer. Gib auf dich Acht, Onkel Bilbo. Ich bringe viele Neuigkeiten zurück. Und alte Lieder und Geschichten. Ja, das machen wir. Es war Dezember, als wir auf der Straße nach Mordor durch das uralte Land Hulsten reisten. Von allen Seiten wurden wir durch Saurons Macht bedrängt. Denn Vögel und Tiere und sogar das Wetter beugten sich Saurons Willen. Der dunkle Herrscher schickte uns einen Schneesturm, als wir den Bergpass Caradhras passieren wollten. Wir kämpften uns voran, bis ein Erdrutsch uns zwang, dem Berg den Rücken zu kehren und einen anderen Weg zu suchen. Caradhras hat uns besiegt. Sollen wir umkehren? Im Bruchtal ist der Ring nicht sicher. Wohin gehen wir? Es gibt noch einen Weg. Die Minen von Moria. Ein übel beleumundeter Name. Aber in Gondor haben wir starke Verbündete. Damit rechnet der Feind. Daher darf der Ring nicht nach Gondor. Ich folge dir nach Moria, um die große unterirdische Stadt Khazad Dûm zu sehen. Ich komme mit. Sage euch aber, hütet euch vor den Tiefen Morias. Ich werde nicht gehen. Es sei denn, die ganze Gemeinschaft überstimmt mich. Die Stimme des Ringträgers sollte gehört werden. Ich möchte nicht gehen. Aber ebenso wenig möchte ich Gandalfs Rat ausschlagen. Wir müssen nach Moria. Und zwar bald. Gandalf hat recht. Wir könnten früher, als uns lieb ist, mehr Ärger bekommen. Jetzt bin ich Gandalf. So. Meine Mission ist jetzt, sucht das Tor von Moria in der Nähe des Sees. Das mache ich jetzt, aber jetzt mache ich erstmal eine Aufnahmepause. Und dafür speichere ich. Also, danke fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Aufnahme. Ciao. Ah, warte, da kommen gerade noch Bäre. Dann besiege ich den nochmal schnell. So. Tot? Und nicht. So. Komm, schlag doch zu. Na komm doch mal, welche möchte ich gerne aufnehmen. Mann. Manometer. Jetzt häng ich da drin, ey. Komm. Na endlich. Okay, jetzt mache ich eine Aufnahmepause. Jetzt speichere ich nochmal schnell. So, und dann bedanke ich mich fürs Zusehen und in der nächsten Aufnahme sehen wir uns wieder. Ciao.